Herzlich willkommen im CDU-regierten Berlin, liebe Freundinnen und Freunde. Wir wollen den Menschen einen Anreiz geben, es richtig aus eigenem Interesse zu machen. Diese Regierung ordnet an, reguliert, verbietet, bestimmt und macht damit etwas kaputt, was wir eigentlich in diesem Lande mehr bräuchten denn je, nämlich eine Bereitschaft, wirklich etwas für die Umwelt zu tun. Sie zerstören mit dieser Vorgehensweise das Verständnis für Umweltpolitik und Klimaschutz in Deutschland, meine Damen und Herren. Diese Regierung. Gut vorbereitet, gut durchgeführt, stringent entlang der Themen und dann gemeinsam jeweils mit großen Mehrheiten beschlossen. Das, was wir hier als Partei heute gemacht haben, müsste eigentlich auch eine Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland machen. So gut beraten und so gut zu Ergebnissen kommen. Und wenn wir, liebe Freundinnen und Freunde, diesen Weg jetzt wirklich in großer Gemeinsamkeit und Geschlossenheit gehen, in der Bundestagsfraktion wie in der Partei, dann sind wir unschlagbar in Deutschland. Dann werden aus guten und noch besseren Umfragen Wahlergebnisse. Dann ist dieser Spuk mit dieser Bundesregierung spätestens Ende 2025 vorbei. Und das muss unser Ziel sein, abzulösen diese Regierung, eine bessere Politik machen für Deutschland und in diesem besten Sinne im Erbe unserer Vorgänger. Der Parteivorsitzenden, der Bundeskanzler, Konrad Adenauer, Helmut Kohl, auch Angela Merkel ja selbstverständlich, dass wir in deren Tradition und in deren Auftrag diese Wende herbeiführen, diesen Wechsel in Deutschland herbeiführen, spätestens im Jahr 2025. Das, liebe Freundinnen und Freunde, ist unser wichtigster Auftrag. Herzlichen Dank.